Fortune gegen Asiate. Hallo Asiate. War das nicht die Runde? Ich bin mir nicht sicher. Let's go. Wir gehen rein, Alter. Eine sehr, sehr nice Runde, wenn es die war. Aber ich glaube schon. Die habe ich damals auch sehr gefeiert wegen dem Beat. Wir gehen nochmal rein, Digga. Oh, der Beat. Ich liebe diesen Beat einfach auch, ne? Von wem war der denn? Von Dollar John sogar selbst gemacht. Geil. Ich liebe diesen Beat. Geil. Ey, yo, warum wollen die Leute immer Gegnerbezug? Denn dass du überhaupt rappst, ist doch schon schäbig genug. Aber nein, jetzt muss ich deine Roten und den ganzen Kacke, um irgendwas zu finden, hey, da schieb ich voll den Abturn. Früher warst du ernst und merkst, das bringt dir Vogel nix. Aber jetzt bist du ja witzig, weil du selbstironisch bist. Ja, und der Tune hat's verstanden. Hey, der Tune hat verstanden, wie man den Asiaten angreifen muss. Ahmed ist halt viel zu ernst rangegangen. Macht halt keinen Sinn, wenn da so ein Typ ist, der sich zum Clown macht und sich über sich lustig macht. Da kannst du halt nicht normal die gleichen Sachen wiederholen und auf ernst machen. So, ne, der Tune, der ist genau draufgegangen, so wie es sein muss. Geil. Das kann ich auch, hier entsteht. Warte. So. Aber jetzt bist du ja witzig, weil du selbstironisch bist. Guck mal her. Das kann ich auch, hier entsteht grad ein Rhyme. Lustig, haha. Ey, mein Penis ist klein. Ja, klingt schon ähnlich wie die Asiaten-Quali. Das kann ich auch, hier entsteht grad ein Rhyme. Lustig, haha. Ey, mein Penis ist klein. Ey, yo, Digga, du bist doof, du bist echt geile. Zweckreine, bitch, kein anderer. Schaff so viel Scheiße in den Text. War mag ich irgendwie, der Flow, ne? Ist jetzt nicht so krass Spezielles, aber irgendwie hat sich's eingebrannt, so, ne? Es gibt so bestimmte Flows oder so Lines, wie die gerappt sind, dass es sich so einbrennt. So, das ist so eine Stelle irgendwie. Du bist echt geile. Du bist echt geile. Zweckreime, diese Pause, mega. Grad ein Rhyme, lustig, haha. Ja, mein Penis ist klein. Ey, yo, Digga, du bist doof, du bist echt geile. Zweckreime, bitch, kein anderer. Schaff so viel Scheiße in den Textzeile. Bestleist, äußerlich nicht schlecht, diese Asiate. Doch guck mal genau hin, denn das sind alles nur Plagiate. Okay. Kennt man natürlich schon, ne? Also auch zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, gab's das schon. Aber ja, kann man gegen den Asiaten auf jeden Fall bringen, ne? Äußerlich nicht schlecht, diese Asiate. Doch guck mal genau hin, denn das sind alles nur Plagiate. Okay, lass uns babbeln. Aber erst bringt deine Mom die Karte. Asiaten hab ich nur zum Fressen, gern wie Kannibal. Mach dir nichts raus, nach dem Battle kriegt der Tuni Punkte. Du willst mir nicht glauben, lass uns wetten um ne Nudelsuppe. Hallo Asiate, gehst du dein Vater in den Laden? Bring mal Jum Jum mit, doch wenn's wie dein Instant Sound ziemlich ungesund ist. Ja, auch geil, Jum Jum Instant, ne, Instant Sound, Jum, nice. Du kannst karate, aber wir können den Kralle. Yeah. Tune, schaffst du nicht zu betteln, Alter, was willst du tun? Willst du seine Katze essen? Ja, mega, also die Reimebude. Hooks damals waren Killer, ne? Und auch heute noch. Heute gönnt man sich das, man hat direkt ein Grinsen auf den Backen, weil es einfach, ist einfach geil, ne? Irgendwie so auch noch nicht so ernst, ne? Die JBBs später wurden ja teilweise echt sehr ernst, ne? Und da war das so, ich weiß nicht, Digga. Einfach so, noch so ein bisschen so ein positiver Vibe irgendwie, während man den anderen fickt, so. Bitch, du denkst, dein Rap ist der Shit, doch lass die Kamera effekt und am Ende bleibt nichts. Hey, jetzt kommt Tune, es wird Boss-like, dieser Bengel zerfickt. Warum willst du im Spotlight stehen, wenn du schon selbst ein Blender bist, ha? Oh, ja. Warum willst du im Spotlight stehen, obwohl du selbst ein Blender bist? Ich komm in Fahrt, denn mein Leben sieht wild aus. Hey, ich bin Bart, du bist sehr so Millhouse. All die billige Scheiße, die mich hier umgibt. Ich weiß nicht, ob das sein muss, dass er diese Double Times so reinquetscht. Ist mir vorhin schon aufgefallen bei dieser einen Dings, bei diesen echt geile Zweckreime. Aus. Hey, ich bin Bart, du bist sehr so mild aus. Scheiße, die mich hier umgibt, wird abgesetzt. Witzig muss man sein und nicht sein wollen. Raffst du's jetzt? Hey, witzig muss man sein, aber nicht sein wollen. Ja, okay. Ja, aber er macht's doch gut, Alter. Er geht halt, ne, auf diese selbstironische Schiene vom Asiaten und nimmt es so ein bisschen auseinander. Hätte ich aber genauso gemacht. Diese ernste Herangehensweise bringt halt gar nichts. Gibt, wird abgesetzt. Witzig muss man sein und nicht sein wollen. Raffst du's jetzt? Hey, du bist ja so innovativ und nimmst mir die Angriffsfläche durch die Ironie. Simples. Ey, so ist dir ein Tracks gar nicht peinlich, aber dann willst du nur verschleiern, dass dein Penis wirklich klein ist. Ja, das sitzt halt viel mehr. Das sitzt halt viel mehr, ne? Als wenn du wie ein Ahmed sagst, so, er sagt, sein Penis ist klein. Wie wack, Digga, wie wack. So, es knallt halt mehr.
so ein bisschen das Drumherum, das Image so auseinandernehmen, ne? Aber da sieht man halt, ne, der Tune hatte auf jeden Fall schon Erfahrung. Ne? Der hat ja vorher bei diesem MC-Battle oder so auch gegen Basti gebattelt. Ich weiß nicht, inwiefern er schon vorher Erfahrung hatte, ob er RBA-mäßig oder so. Ich glaube, VBT war der ja nicht, ne? Oder? Ich glaube nicht. Ey, so ist dir ein Tracks gar nicht peinlich, aber dann willst du nur verschleiern, dass dein Penis wirklich klein ist. Hey Kid, wieder Zeit bis Hälfte ist. Warum sollte ich dich battlen, wenn du nicht schon selbst fickst? Selfish, musste nicht sein, dass ich das Opfer... Ja, da, ich kann da gar nicht so die einzelnen Lines, ich finde so das Gesamtding fickt einfach, ne? Er fickt halt so dieses über sich selbst lustig machende Clowns-Ding vom Asiaten. Und das ist so, die Runde an sich ist dann so ein riesiger Schwanz, ne? So. Warum sollte ich dich battlen, wenn du nicht schon selbst fickst? Selfish, musste nicht sein, dass ich das Opfer kastrierte. Doch das hat sich so angeboten, die Prostituierte. Asiate, wart mal ab, jetzt kriegst du Props von den Leuten. Doch nur so lang, bis dir der Erfolg zu Kopf steigt. Die Läuse, yeah, hab ich jetzt deine Gefühle verletzt? Das ist wie wenn ich vor dir stehe, ich seh darüber hinweg. Hallo Asiate, geh zu deinem Vater in den Laden. Und bring mal Jung Jung mit, doch wenn's dir dein Instant-Sound ziemlich ungesund ist. Yeah. Du kannst Karate, aber wir können den Kranen. Yeah. Tune, schaffst du nicht zu betteln, Alter, was willst du tun? Willst du seine Katze essen? Auch das Video irgendwie so wild, aber irgendwie geil. Auch dieser blaue Look, kein Plan, Mann. Gar nicht mehr so dieser spätere JBB High Definition Epicness-Ding-Look. Aber es hat so seinen Charme. Es hat so seinen Charme. Ich feiere die Runde. Bis heute, ja. Und alle Haus erwarten ein paar Asiaten-Witze. Aber Bitch, was soll ich sagen? Ich find Asiaten spitze. Die sehen lustig aus und bei denen kann man lecker speisen. Doch der Julian hat gesagt, du machst... äußerst wacke Scheiße. Ah, stimmt, das war die IT-Runde mit diesen eingebauten Sprüchen. Lustig aus und bei denen kann man lecker speisen. Doch der Julian hat gesagt, du machst... äußerst wacke Scheiße. Hey, der Spaß wird verhört, ich tritt dem... Ach, der Beat knallt auch so, ich feier diesen Beat. ...man lecker speisen, doch der Julian hat gesagt, du machst... äußerst wacke Scheiße. Hey, der Spaß wird verhört, ich tritt dem Bastard in die Klöten. Bitch, wir sind nicht bei Ikea, doch ich lasse dich vermöbeln. Du ziehst leider die Niete, kleiner, bleib bei deiner Linie. Verreiß weiter deine Doubles, du hast... keine Routine. Es ist Zion, ich bin fast unantastbar, so wie Striptease. Und du Spaß sagst, du bist krasser, echt. Unfassbar, diese Schlitzschüsse. Yeah. Was hat er gesagt, ich bin unfassbar? Wie Striptease? Hat aber ja ganz schön gemogelt, ne, um den Schlitzi-Reim reinzukriegen, Digga. Und ich bin fast unantastbar, so wie Striptease und du Spaß sagst, du bist krasser, ey. Unfassbar, diese Schlitzi. Yeah, was willst denn du mit deinem Image reißen? Jeder Mensch da draußen weiß, aus Asien kommt billig Scheiße. Wie du weißt, Julian hat gesagt, du bist ein Lappen. Hey, ich sah mir deine Runden an und dachte, was das für ein Dreck. Selbst wenn Julian denkt, was für ein Spacken. Ich guck seine Analyse und er sagt, und das ist überwack. Yeah, ja. Ich schreib so schnell, dass meine Finger klingen wie Easy. Ey, du traust dich nie nach draußen, deshalb stehst du vor dem Greenscreen. Kann kapasseln auf den Streets. Hol mal lieber ein paar Leechies. Und dann bist du mit Abnippeln beschäftigt wie die Bee Gees. Yeah. Ab auf die Fidschies. Das ist die Reimebude. Du Forze. Wir sind professionelle Rapper. Yeah. Ja, da konnte man noch so ein bisschen dieses, so ein bisschen dieses Nahbare, ne, so einfach noch ein bisschen die Kamera labern und da war das alles noch nicht so verkrampft, ne. Man muss schon sagen, das JBB später war auch krass, ne, es gab krasse Runden, aber es war schon sehr, sehr ernst im Vergleich, ne. Hier ist so noch mehr dieser VBT-Vibe, so, ne. Professionelle Mülleimer. Und professionelle Videodreher, wie man hier sieht. Jo. Ja, krass, ne, wie die Zeit vergeht, Digga. Wie die Zeit vergeht, da kann man echt nichts sagen. Es geht schnell, Alter.